Alter Leute, ich sag's euch, es ist immer wieder entspannt. Das hier ist der Night Ride 2.0. So Leute, dieser Geisteskranke will jetzt hier eine Rampe bauen. Alter! I'm down for the best now. Take my time, you better pay up in the next stop. Throw a rollie with a high stop, cursed out. I see when time's out. Get my burst out. Fucking time's out. Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer NoHand, und heute gibt's mal wieder Night Ride. Ihr habt's euch ja alle wieder gewünscht. Alle haben geschrieben, oh, das war so chillig. Ich bin jetzt hier gleich beim Alex, hab das Ganze auch auf Insta angekündigt. Also es kann sein, dass der ein oder andere Zuschauer dabei ist. So, jetzt ist die Frage, ob jemand da ist. Yo, was geht? Hi. Hi. Moin, Jungs. Okay. Jo, was? Hä? Wieso geht sowas? Oh, hä? Der Hack? Ja, Hacks in Real Life. Lass dich gleich über die Straße, ich hab keinen Bock auf den Bürgersteig zu fahren. Mach mal nicht. Junge, du willst mir irgendwas erzählen, was man nicht macht? Du hast mir letztes Mal hier Gras reingesteckt. Mann, nein, nicht schon wieder. Nein. Wieso, wieso? Moment, warte, ich knote das dir ran. Nein. Ich hab noch nicht diese Vibe, so wenn man um 1 Uhr nachts oder so auf einer leeren Straße fährt. Aber irgendwie, wenn er sich da gleich mal aufhört zu drehen, dann komme ich immer schief. Ja, ja, das hat ja nicht ganz so stabil dazu. Ja, ja. Ein Fuß weg! Ein Fuß weg? Jo, das ist richtig nice. Ah, hier gibt es wieder irgendwelche Demos. Hier gibt es irgendwie immer Demos, kann das sein? Der Hitmarker-Effekt? Ja. Hä? Wieso kann er das, hä? Ist hingedribbelt. Alter, renn nach oben, oder was? Ja. Komm, wir machen ein Wettrennen, Junge. Dein Berg ist, glaube ich, leichter, kann das sein? Ich habe keinen Bock mehr zu rennen. Kommt, Jungs, feiert uns an. So, Leute, Grüße gehen raus. Wir fahren jetzt diese Treppen. Und er hat eine Weihnachtsmütze an. Es sieht voll krass aus, Mann. Kann man hier runterfallen? Ja. Chillig. Bunny hopp rüber. Yes. Sorry. Oh, Jungs. So, tut mir leid. Alter, ich könnte doch eigentlich mal Chabo nachmachen und so alte Mountainbikes zerstören. Das würde sicher gut ankommen. BLN.Fabian. Okay, dann lass mal tauschen. So, liebe Leute, ich habe jetzt mal mit dem Kollegen hier das... Nee, mit dir habe ich das Bike getauscht. Das hier ist ein Enduro. Und ich habe ja auch vor, mir irgendwann ein neues Bike zu kaufen. Also ein Enduro, extrem geil. Wie findest du meinen Sattel? Der Sattel ist halt krass gemütlich, Digga. Ja, ist halt ein Rentnersattel. Ich bin halt auch ein Rentner. Oh! Boah, ist der Tunnel lang genug. Jawoll! Alter Leute, ich sag's euch, es ist immer wieder entspannt. Das hier ist der Night Ride 2.0 mit Zuschauern diesmal. Und ich fahr gerade ein geiles Bike. Krankenhaus, kann ich direkt rein, wenn ich hier runterfalle. Oha, um die Kurve. Schick. Könnt ihr eine Wheelie damit? Ja. Könnt ihr eine Wheelie? Ja, klar. Cringe, Alter. Nein, Digga, übertreib doch nicht. Ich muss mich dazu wirklich durchziehen. Ach, hier sind wir. Ich kenne den Ort. Ey, Leute, ich hatte mir hier in der Nähe einen Schulausflug gemacht. Jetzt eine kleine Storytime am Rande. Ich hatte mal hier Projekttage und da habe ich mit meinem ganz alten Bike hier
hier ein bisschen Action gemacht. Also es gab einen Fahrradausflug als Projekt, den habe ich natürlich genommen. Tschüss. Da habe ich mich schon wie Fabio Wittmer gefühlt. Und ich bin immer hier die Treppen runtergefahren. Weiter habe ich mich nicht getraut. Jetzt mal schauen, ob ich mich das jetzt traue. Entspannte Sache. Hier waren meine Anfänge, Leute, wirklich. Boah. So Jungs, jetzt haben wir hier wieder 1000 Lichter und die wunderschöne Skyline von Berlin. Wieder mal einfach zurücklehnen, rollen lassen. Kennt ihr eine schon da? Hey! Ja, weißt du, du bist einfach ein guter Kollege, ja? Normal. Da muss ich einfach mal auf die Schulter klopfen. Er wird es halt nie erfahren, er sieht das Video und dann guckt er in seinen Kleiderschrank und erst dann bemerkt er das. Das ist das Geile dran. Ja. Der ist ja ein nice Typ. Der ist ein nice Typ. Da will ich auch so nice sein. So, liebe Leute, wir sind jetzt hier im Park. Das Einzige, was man sieht, ist wahrscheinlich die Lampe, weil hier ist halt alles dunkel und nicht beleuchtet. Und wir suchen jetzt auf jeden Fall irgendeinen Spot, wo man ein bisschen Airtime haben kann. Aber es ist auf jeden Fall mal wieder chillig, in der Nacht in Berlin rumzucruisen. Alter, noch mehr Hasen. Hier ist Hasenland. Oh, guck mal. Guck mal, wie klein. Guck mal, wie viele. Oha. Sieht man das? Hier, er meinte eigentlich nur aus Joke, du kannst die Lampe gleich hier lassen, aber er hat die mir einfach geschenkt. Ehre. Tschüss. Wieso ist sowas möglich? Digga, das ist von Soldatenkrieg irgendwie. Digga. Fuck, das musst du zensieren im Video. Fuck, Mann. Es tut uns leid. Berlin, es tut uns leid. Wir wussten es nicht. Wir dachten, das ist einfach nur ein Stein. Bitte um Vergebung, Digga. Im Namen des Vaters oder so? Digga, nicht wirklich. Nicht wirklich. Nicht wirklich, schon wieder. Jungs, ich weiß nicht, wieso nachts im Wald nackte Menschen unterwegs sind. Und vor allem immer, wenn ich fahre, immer wenn ich fahre, passiert sowas. Jungs, habt ihr das schon erlebt? Aber okay, es ist auch irgendwie ein bisschen weird, wenn man nachts einfach so im Park rumfährt. Oha, was macht der denn? Ey, nee. Das ist voll, die tun mir voll leid. Fuck, Digga, das wollte ich gemacht, der ist richtig ausgerastet, Mann. Wheelie Nation. Rein in die Masse. Wheelie Gang, wir sind lit, boy. Wheelie Gang. Rennen, oder was? Wir sind einfach die Wheelie Nation. Und sonst nichts. So, Leute, folgt den beiden Jungs auch mal auf Instagram. Hier, er ballert absolut. Er übertreibt richtig. Wie heißt du auf Insta? Sag mal deinen Namen. Heinrich.richtig. Jo, hier nochmal eingeblendet, ich hab nichts verstanden, egal. Wollte ich wirklich aus den Dingern eine Rampe bauen. So Leute, dieser Geisteskranke will jetzt hier eine Rampe bauen. Mit diesen Dingern. Junge, ihr seid zu krank. Professionelles Rampenbauen am Start. Jetzt klauen die hier diese Teile, Digga. Nice. Ach ja Leute, falls ihr auch mal bei sowas hier dabei sein wollt, dann folgt mir auf Instagram. Dort kriegt ihr mal alles mit. Und wenn ich mal ein Bike mitmache, dann kündige ich es dort an. Auf entspannter Basis. Aber warte, das ist echt relativ stabil. Ist so dumm, Digga. Jungs, was machen wir hier eigentlich? Okay, er fährt an. Nice, Mann. Hast du mal Bock, meine GoPro aufzusetzen? So Leute, YouTube Takeover. No Hand MTB. Heißt ab heute Heinrich Süchting. Boah, Bruder! Digga, fast gemault. Boah, Bruder! Boah, die Kamera ist mir so ins Gesicht gerutscht. Alter! Digga, es war so hoch wie der Bauzaun, oder? Ja. Digga, er ist voll. Er ist Strongman, Digga. Er wirft ein. Bruder, zieh dir kein. Ey, der war krass. Digga, das hat sich fast genockoutet, Digga. Digga. Okay, ist rot. Ich dachte, der wäre grün. So Leute, ich übergebe jetzt meinen Kanal an den Typen, der gerade die Cam anhat. Und weil ich gar keinen Bock auf Zensieren habe, halte ich gerade mein Gesicht zu. Das ist so anstrengend. Ich habe gar keinen Bock mehr eigentlich. Digga, die E-Roller Nation ist einfach hinter uns. Bruder, wie sieht es aus? E-Roller Nation, Digga.
Slalom Nation. Slalom Nation, Digga. Oh, Digga. Straftäter, Straftäter. Ja, wir sind halt einfach langsam Nation so. Jo Leute, was geht? Ich bin euer Slalom Nation. Mach mal miesen Slalom um die rum. No Hand macht halt. Oh. Oh. So Leute, hier sind wir wieder am Punkt angekommen, wo man die Skyline von Berlin sieht. Die ganzen Lichter. Und es ist einfach nur chillig. Hier kommt der Wheelie. Bunny Hop. Kleiner Drop. Naja, Drop ist übertrieben. So, unser Plan ist jetzt im Hauptbahnhof zu fahren. Naja, mal schauen. So, jetzt fahren wir ein bisschen hier beim Hauptbahnhof. Ist mal ja auch eine Abwechslung. Oh, das war sketchy. Oh, was? Digga. Okay, Jungs, dann hau rein. Hau rein. Ja gut, das war's mit dem Video, Leute. Folgt den Typen hier, folgt den. Keine Ahnung. Habe ich alles gesagt? Ich glaube schon. Okay Leute, in dem Sinne bis zum nächsten Video. Ciao.